Ihr Lieben, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ja, stimmt, mit dem Handy würde auch gehen. Wir sind da, oder? Hört ihr mich? Seht ihr mich? Ich sehe mich auf jeden Fall schon, aber wir haben gerade, glaube ich, eine krasse Verzögerung. Oh mein Gott, okay. Ihr Süßen, ich habe ein ganz anderes Programm genommen, deswegen einmal der Hinweis: Diese Sendung kann Werbung enthalten. Ich habe es halt nicht drinstehen, aber wir machen es jetzt heute mal aufgrund von technischen Umdisponierbarkeiten, sage ich euch zwischendurch einfach mal an, dass dies auch eine Werbungssendung ist. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja, irgendwie, das andere Programm hat überhaupt nicht gestartet und dann nur immer mit diesem Wirecast. Und jetzt habe ich OBS genommen. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Komisch, komisch. Gut, ich hoffe, wir haben ein einigermaßen gutes Netz. Videoauflösung muss geändert werden. Mal gucken, aber das machen wir jetzt nicht während der Sendung. Ist nicht so schlimm, dass rechts und links ein Balken ist, oder? Ich glaube, wir können mit allem leben. Ich scheine müde. Ja, danke schön. Das liegt einfach daran, weil ich echt total entnervt hier die ganze Zeit sitze und eigentlich noch was Schönes für euch vorbereiten wollte. Und das hat natürlich alles vorne und hinten gar nicht funktioniert, weil ich die ganze Zeit hier mit gesessen habe. Ich bin also nicht müde, bin wahrscheinlich eher so ein bisschen leicht angenervt, aber eigentlich ist das ja auch schon vorbei. Wir kriegen das alles hin. Ich freue mich, dass ihr da seid heute zu einer spannenden Sendung, wie du deinen Seelenplan verwirklichst. Und ich hoffe, ihr habt richtig, richtig Lust, denn wir sind ja in so spannenden Prozessen und habe ich mir gedacht, wir gucken einfach mal, was wir da so machen können und ja, genau, was wir da so machen können und wie wir uns zusammenfinden können. Wir haben ja letztens im Home, für alle, die in Lindas Home sind, haben wir eine ganz, ganz spannende Lichtkörperprozess-Live-Sendung gemacht und haben wirklich über die verschiedenen Stufen des Lichtkörperprozesses gesprochen. Und irgendwie ist alles zusammen. Unser Lichtkörperprozess, unser Seelenplan, unser Lebensplan, der Erwachensprozess, all das zusammen, das ist eine unglaubliche Entwicklungschance, die wir zurzeit alle haben. Ja? Und in dieser Entwicklungschance liegt natürlich unglaublich viel, einmal an Loslassarbeit, an Selbstfindungsarbeit, an Liebe zu sich selbst, an Erkennen der Wirklichkeit. Und wir können so viel dazu beitragen, dass wir einen guten Zugang zu unserem Seelenplan bekommen. Ja? Und unser Seelenplan ist eigentlich die ganze Zeit wie ein offen aufgeschlagenes Buch. Liegt der vor uns. Und wir nehmen den aber einfach überhaupt nicht wahr, weil wir so sehr beschäftigt sind mit allem Möglichen. Ja? Und ich lese hier gerade schon, oh, momentan ist es total krass. Dann haben wir Portaltage, schreibt die Melina. Es tut sich derzeit sehr viel und und. Genau. Das ist einfach total intensiv. Wir werden also geschubst und genötigt und geschrubbt und poliert vom Leben, um, ja, was denn eigentlich? Um unseren Seelenplan zu folgen. Unsere Seele hat einen Plan, das Leben hat einen Plan. Wir sind in einer Inkarnation, wo wir persönlich, jeder Einzelne von uns, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe haben. Ja, andere zu inspirieren, das Licht auf die Erde bringen, Liebe auf die Erde bringen, das Bewusstsein erweitern. Dazu gehören wir alle, jeder Einzelne von uns. Und das ist ein Teil unseres Lebensplans, ein Teil unseres Seelenplans. Und wir machen uns Gedanken über, funktioniert das Wirecast oder wer auch immer dumm geguckt hat oder irgendwelche Ärgernisse mit irgendjemandem. Das ist alles gar nicht so wichtig, sondern viel, viel wichtiger ist, dass wir in uns hineinhören und herausfinden, was uns erfüllt. Und die Nicole schreibt, mein Seelenplan brüllt mich gerade regelrecht an. Ich folge ihm halt auch, wenn ich die Buchse voll habe. So what? Wird schon klappen. Natürlich, Nicole. Weißt du, es ist ja letztendlich sowieso schon alles entschieden. Das ist ja das Tolle. Wir haben ja das Gefühl, wir dürfen nichts falsch machen.
wir müssen alles richtig machen. Aber die großen Dinge, die sind sowieso schon alle entschieden. Dass wir hier heute sitzen, da denken wir natürlich, wir haben das selber entschieden. Aber ist das wirklich so? Oder hat das Leben uns letztendlich mit allem, was gewesen ist, dazu geführt, dass wir uns hier treffen? Ja? Dass der eine seinen Job verliert, dass der andere den Traumpartner kennenlernt. Alles, was in deinem Leben passiert, ist auf einer gewissen Ebene schon längst entschieden. Und diese Ebene ist eine Ebene, auf die du sehr wohl Einfluss hast, mit deinem höheren Bewusstsein. Und um an dein höheres Bewusstsein zu kommen, musst du, oder verbunden zu sein, musst du auch deinem Seelenplan folgen. Weil du kannst nicht unterwegs sein, ja, und versuchen, alles richtig zu machen, möglichst viel Erfolg zu haben, Dinge für dich zu raffen, einfach so in den Alltagsthematiken drin sein, ja, und in deinem Ego verhaftet sein und gleichzeitig dein höheres Bewusstsein anzapfen oder geschweige denn deinen Seelenplan erkennen. Ja, das funktioniert so alles nicht. Also was müssen wir tun? Wir müssen bei uns ankommen, wir müssen zur Ruhe kommen und wir dürfen bei uns ankommen, wir dürfen zur Ruhe kommen und wir dürfen einfach mal in uns hineinlauschen. Und natürlich fällt einem dann auch schon mal auf, da habe ich die Buchse ganz schön voll. Da habe ich Schiss. Denn dann kommen auf einmal Dinge zum Vorschein, die uns aus unserer Komfortzone rausbewegen. Die uns ganz klar dazu verhelfen, zu erkennen, dass es noch ganz andere Wege gibt, als wir die so gerne generell gehen, weil sie uns Sicherheit geben. Ja? Kennen wir alle. Kennen wir alle, jeder einzelne von uns. Ja? Und wer den Podcast zum Beispiel heute gehört, heute ist Mittwoch, genau, heute gehört hat mit der lieben Bettina Ohler, also mein Lebe-Glücklich-Podcast mit der lieben Bettina Ohler, der hat zum Beispiel gesehen, dass bei Bettina, da war so ein Wunsch, ja, sie wollte also ihren Seelenplan ja verfolgen und dazu gehört spirituelle Fotografie, spirituelle Texte dazu und Karten rausbringen, ja, diese wunderschönen Karten von Herzvertrauen, ja, das war so eine ganz tiefe Sehnsucht in ihr und diese Karten, die waren sozusagen als Idee, als Seelenplan-Idee schon längst geboren. Ja, die kennen wir alle. Seelenplan-Karten, Herzvertrauen-Karten. Und sie wusste aber überhaupt nicht, oh, wie soll ich das umsetzen und, und. Und dann gab es einen Impuls. Dann gab es auf einmal den Wunsch, ich möchte der Linda, wenn ich die auf dem Seminar treffe, möchte ich dir die Karten schenken. Und die waren noch gar nicht produziert. Und was ist passiert? Der Druck, der wuchs und dann auf einmal, zack, gab es auf einmal ein Wie und eine Lösung und ein Bewegen. Und da kommen wir aus dem Quark und tun auf einmal Dinge, vor denen wir uns wochenlang, monatelang, wie lang auch immer, manche sogar jahrelang gedrückt haben. Auf einmal folgen wir diesem Seelenplan. Und dann schwuppsdiwupps geht alles ganz leicht. Ja? Und ihr alle wisst es, diese Karten, ja, die sind jeden Donnerstag in unserer Lebe-Glücklich-Sendung. Übrigens, morgen findet kein Lebe-Glücklich statt. Ja, und um unseren Seelenplan zu spüren, um unseren Seelenplan zu hören, um mit unserem höheren Bewusstsein verbunden zu sein, um einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf unsere weitere Entwicklung zu nehmen, aber letztendlich nicht nur auf unsere Entwicklung, sondern auch auf die Entwicklung der Welt generell, auf die globale Entwicklung, da müssen wir erstmal bei uns ankommen. Und dann müssen wir zum Beispiel begreifen, dass es schon sinnhaft ist, wenn wir einen Einfluss nehmen wollen, dass wir nicht blindlings alles in Plastik kaufen. Ja? Wenn wir die Weltmeere retten wollen, dann nutzt es nichts, einfach nur für Ocean Cleanup zu spenden. Ja? Dann ist es wichtig, dass wir beim Einkaufen schon darauf achten, dass wir Plastikmüll vermeiden. Ja? So wie es ja dann letztendlich auch greift, ja, dass Plastik dann verboten wird. Und das ist ja was Gutes. Also wir haben alle Einfluss. Wir haben Einfluss darauf, wie die Tiere behandelt werden. Wir haben Einfluss darauf, ob Billigware von Kinderhänden produziert wird. Wir haben auf alles Einfluss. Wir müssen einfach uns nur bewusst werden, dass es so ist und tagtäglich, unermüdlich, immer wieder darauf achten, ja, ist das, was ich da so tue, und zwar so, wie ich mein Leben lebe,
ist das das, was ich überhaupt will? Ist es das, wie ich sein möchte? Ist es das, wie mein Beitrag sein soll? Entspricht es meinem Bewusstsein, meinem höheren Selbst vielleicht, meinem höheren Bewusstsein, meinem Seelenplan? Einfach zwischendurch mal hingucken. Ja? Das ist einfach total wichtig. Mit einer guten Freundin mal einen Weinabend zu machen und vielleicht auch mal über Gott und die Welt lästern, das kann mega erfrischend sein. Ja? Aber wenn sowas permanent ist, dann ist das mit Sicherheit nicht der Seelenplan. Ja, sondern in sich hineinhören und diesen Weg dann auch konsequent gehen. Ich lausche, ich höre, ich bete ganz intensiv, aber ich höre es nicht. Ich weiß die Richtung, aber kein roter Faden. Mein Schicksalskreis scheint geschlossen, schreibt Manuela. Okay? Mhm. Ton ist sehr gut, Bettina. Ja. Guck mal, wir haben ja jetzt leider, und jetzt, das gehört nämlich zu meiner mangelnden Vorbereitung, ich hatte euch nämlich eigentlich was Schönes vorbereitet zum Einblenden. Das kann ich jetzt aber nicht machen, weil ich das mit OBS nicht kann. Ja, zumindest weiß ich noch gar nicht, wie das gehen soll. Ich habe für alle ein super schönes Sonderangebot. Das kann euch zum Beispiel unterstützen. Für alle, die im Home sind, in Lindas Home sind, die finden diese beiden Meditationen im Archiv, ja? Also unter Downloads. Ja? Und für alle anderen, die nicht in Lindas Home sind, Akasha hat gerade ein super schönes Sonderangebot und zwar 2 CDs von mir im Set. Ja, da spart ihr 18% plus nochmal 15%, also ist richtig viel, sind wir über 30%, wenn du dann noch den Gutscheincode LINDA15 eingibst. Ja. Aktuelles Angebot der Sendung habe ich euch im Text verlinkt. Und wenn ihr diese CDs regelmäßig hört, das ist einmal im Einklang mit deinem göttlichen Seelenplan, mit deinem göttlichen Lebensplan, so im Einklang mit deinem göttlichen Lebensplan, ist ja nichts anderes als dein Seelenplan, und die Meditation Lichtkörperprozess. Ja? Das sind 2 CDs, wenn ihr die regelmäßig hört, dann werdet ihr spüren, dass ihr bei euch ankommt, dass ihr unterscheiden könnt zwischen dem Ego-Ich, was ja auch völlig in Ordnung ist, ja? Das Ego-Ich, was immer alles haben möchte, was Ängste hat, was Angst hat, auch nicht gut genug zu sein, was traurig ist, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie es soll. Ja? Und dann gibt es das Sein. Ja? Ich sage mal so das wirkliche Ich. Also dieses Sein. Und dass du allein schon unterscheiden kannst, da gibt es ein Ego, was will. Und das ist übrigens auch, ne, wer hatte das gerade geschrieben, Manuela Frieden, ja. Das sage ich jetzt voller Respekt, das ist letztendlich auch das Ego-Ich, was da lauscht, was da hört, was da betet, ganz intensiv und was auch sagt, ich höre es nicht, ich weiß die Richtung, aber ich habe keinen roten Faden, das ist das Ego-Ich. Guck mal, so liebevoll, so schön kann das Ego-Ich sein. Ja? Also es geht ja gar nicht um irgendwas Negatives, aber das ist eben der Teil von dir, der eben nicht dein reines Sein ist. Ja? Und wenn wir erst einmal unterscheiden lernen zwischen dem reinen Sein, zwischen dem Sein und diesem Ego-Ich, dann haben wir das schon mal mit Zweien zu tun. Und dann können wir von außen ja ganz anders als Beobachter auch damit umgehen. Das heißt, immer dann, wenn wir merken, wir sind in diesem Ego-Ich, dann können wir ganz bewusst wieder ins Sein zurückgehen. Und im Sein, dieses Sein, was nichts braucht, was nichts will, was auch genau weiß, es kann ihm gar nichts passieren, dieses Sein, was nicht geboren wird und dieses Sein, was nicht sterben kann, ja? Dieses Sein, was im Sein absolut perfekt ist, was über den Körper hinausgeht, ja? Was verbunden ist mit allem, was ist, dieses Sein ist das Bewusstsein. Was so unglaublich groß ist, ja, was alles durchdringt. Und mit diesem Sein, wenn du damit in Kontakt bist,
dann hast du die Möglichkeit, auch als Mensch mit deinem Ego-Ich, ja, deinen Seelenplan zu verfolgen. Ist ganz einfach. Ist gar nicht schwer. Ist ganz, ganz einfach. Also für alle die, die in Lindas Home sind, hört die beiden Meditationen im Einklang mit dem göttlichen Lebensplan und Lichtkörperprozess. Ja? Immer dann, wenn ihr einfach sagt, okay, ich möchte mich jetzt ganz bewusst immer wieder resetten und in den Seinszustand kommen, um die Möglichkeit zu haben, um mich auf die Frequenz einzustellen, in der eben auch sich mein Lebensplan offenbart, mein Seelenplan offenbart. Ja? Und für alle anderen, die nicht in Lindas Home sind, ihr nutzt bitte einfach den Link und gönnt euch das absolute Special-Angebot. Diese beiden CDs könnt ihr euch nach Hause schicken lassen, sind auch vorrätig, kommen auch ganz schnell. Also ich denke, wenn ihr heute bestellt, habt ihr die bis Samstag da. Und wenn wir unserem Lebensplan, unserem göttlichen Lebensplan, unserem Seelenplan folgen, dann wird auf einmal auch alles ganz, ganz leicht. Ja, guck mal, Manu schreibt, wenn ich in meinem Sein bin, ist ja alles supi. Genau. Und mein Sein wünscht sich das Homie-Dorf, schreibt Bettina. Ja, Bettina, du. Mein Sein auch. Wir müssen einfach nur den ersten Spatenstich machen. Ja, wir müssen uns irgendwann mal, wenn wirklich ernsthafte Interessenten dabei sind, müssen wir uns wirklich mal überlegen, wo. Ja, wo? Und einfach anfangen umzusetzen, dann kommt der ein oder andere nachher dazu. So kann es gehen. So wird es wahrscheinlich auch gehen. Ja, und diese Zeit, in der wir einfach sind, wo uns so vieles ruckelt und rauscht, ja, wo wir immer wieder konfrontiert sind mit Herausforderungen. Ja? Wer ist denn da eigentlich konfrontiert? Wer ist denn der, der da so rumknurrt, der Angst hat, der nicht mehr weiter weiß, der seelisch erschöpft ist, der vor lauter Problemen, ne, den Wald vor Bäumen nicht sieht, ne? Also die Lösung vor lauter Lösung nicht sieht, keine Ahnung, vor lauter Problemen. Wer ist das denn? Wer ist denn das, der da so kämpft? Das ist unser Ego-Ich. Und das ist völlig in Ordnung. Das gehört total zu uns. Aber es darf nicht die Kontrolle übernehmen. Ja, denn dann fühlen wir uns nicht gut. Und es ist so leicht abzustellen. Es ist so leicht abzustellen. Ich weiß, als ich angefangen habe, meinem Seelenplan zu folgen, da hatte ich unglaublich Schiss. Unglaublich Schiss. Ich habe mich mit so vielen Wenns und Abers auseinandergesetzt und ich hatte so Manschetten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Boah, lange, sehr, sehr lange. Bis dann irgendwann, bis mir dann klar war, ich kann das alles lassen. Ich brauche einfach nur meiner inneren Stimme zu folgen, die ich allerdings auch nur höre. Ja, selbst die Angst ist so laut, dass man sie oft nicht hört. Ich muss einfach nur immer wieder schauen, dass ich ganz bei mir ankomme und mich von allem löse, womit ich mich sonst so gerne identifiziere. Ja? Erstes Häuschen, Tirol. Ja, wir machen das. Dein Sein ist schon längst im Homidorf. Ja, und wenn wir, na, zum Beispiel auch das Homidorf, das kann sein, dass das unser Seelenplan, dass das schon längst ist, ja, das wabert so in unseren Herzen, ja. Und dann haben wir vielleicht schon was erkannt. Ein Homie-Dorf, ein Place to be, ein Place to love. Und jetzt kommt auch richtig so unser Ego-Ich ins Spiel und darf dann überlegen, ja, wie mache ich das denn? Ja. Und das Spannende ist, dass wir es aus dem Seinszustand sogar viel besser umgesetzt kriegen. Da gehen wir einfach ins Gefühl. Dann bringt die Bettina einfach hier so ein Thema rein. Und dann schreibt dann jemand hier in Tirol, das ist ein super Platz für ein Homie-Dorf. Ja? Und dann irgendwann gehen zwei, drei, vier, fahren sich das anschauen und sagen, ja, das machen wir, klären das mit unseren Familien, whatever. Und dann startet es. Einfach aus dem Sein heraus. Und da werden sich helfende Hände ergeben.
Da wird alles ganz von selbst passieren. Platz für die Tiere, Platz für die Familien, Wasser, schöne Luft. Es wird total schön werden. Nicole, ich sag ja, die Buchse voll. Ja, was auch immer du da Spannendes vorhast, Nicole, aber ich kann ja hell sehen. Ich ahne es, ich freue mich. Ist gut, wirst du gut machen. Ja, was habt ihr denn für Seelenplanimpulse? Habt ihr Seelenplanimpulse? Schwebt euch da was vor? Wer von euch weiß denn schon, wo es lang gehen soll? Und die Sendung heißt ja, wie du deinen Seelenplan verwirklichst, ne? Dieses erstmal geht es ja darum, den zu erkennen. Schreibt mal ruhig rein, wenn ihr schon was wisst, wenn ihr schon was spürt, schreibt es mal ruhig rein. Wie du den verwirklichst. Erstmal spüren, was könnte der Seelenplan sein. Und der offenbart sich wahrscheinlich auch gar nicht so in Gänze, ja, dass wir schon das Endergebnis sehen, sondern der Seelenplan, der gibt uns immer so den nächsten Step. Ja? Und wenn wir uns auf den nächsten Step konzentrieren und nicht nach dem Wie fragen und nicht nach dem Warum, ja, sondern vielleicht eher wozu, statt ein Warum, ein Wozu verwenden. Ja? Und Schritt für Schritt die Wege gehen, dann sind wir auf unserem richtigen Weg. Ich weiß, deshalb schreibe ich keine E-Mails mit News, mache ich aber bald mal wieder mit News. Mach das mal. Veronika möchte gerne Betreuungsassistentin im Altenheim werden. Ist das die Prüfung, die du hast? Ich hatte gerade gesehen, irgendwann, dass du jetzt Prüfung hast. War das nicht jetzt Freitag oder irgendwie so? Schreib es nochmal rein. Das war irgendwo weiter vor. Sehr, sehr schön. Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen, Veronika. Hannelore hat das Gefühl, dass ihr Neffe zu ihr kommt. Okay. Antje ist sich noch nicht so sicher. Antje, du bist doch auch im Home, wenn ich das richtig habe, ne? Dann hör dir mal ruhig die beiden CDs an, weil die Energien, die Zeiten sind so intensiv, ja, dass Dinge jetzt wunderbar in die Umsetzung gehen können. Ja, alles, was mit dem Seelenplan zu tun hat, bekommt eine unglaublich schöne Unterstützung aus dem Kosmos. Ja? Also hört dir ruhig die beiden CDs an. Alle, die nicht im Home sind, nutzen einfach das aktuelle Angebot der Sendung. Ich kann es euch nicht reintragen, aber schreibt nochmal in den Gutscheincode rein, Linda15. Dann habt ihr insgesamt eine Ersparnis von 32 Euro. Ach, 32 Euro, 32%. Ja? Okay. So, mal gucken. Jetzt geht es hier aber ganz schön los. Da seid ihr. Warte, warte, warte. Antje ist noch nicht viel dran. Es kristallisiert sich heraus, Menschen zu helfen, obwohl ich einen Hunde-Online-Shop habe. Ach krass, vielleicht Menschen helfen mit Hund. Spannend. Das ist ein Hunde-Online-Shop, das ist ja spannend. Müssen wir mal schreiben, welcher das ist. Haben wir einen Hund? Kann ich mal schauen. Freitag, ja. Veronika, toi toi toi, ne? Daumen sind gedrückt, dass du es gut schaffst. Nicole schreibt, es ist eben das Abstrakte, der Seelenplan legt los und man stolpert unwissend hinterher und kennt die Richtung gar nicht. Ich sag euch das, das ist es ja. Wenn der Seelenplan einmal anfängt, ja, dann das ist so abgefahren. Aber Nicole, bei dir ist es ja auch ganz klar, in dem Moment, als du so aus deiner bestimmt gefühlt berechtigten Jammerphase rausgekommen bist, ja, als du bist ja so tief gerasselt, dass du ja mit allem gehadert hast, ja, sogar in einer gewissen Form mit der Spiritualität. Und das war gut. Das war so wie deine dunkelste Stunde, ja. Und was ist da passiert? Da bist du aus diesem Ego-Ich ins Sein gekommen. Du hast alles losgelassen. Wie auch immer. Du hast alles losgelassen. Du hast es akzeptiert, dass das Leben gerade einfach echt kacke ist. Und an dem Punkt müssen wir erkennen, na, dann hat das Leben ja vielleicht was ganz anderes mit uns vor, wenn all das, was ich mir so vornehme, nicht funktioniert. Und dann auf einmal,
Dann lauschen wir, dann hören wir, dann gehen wir rein und dann sind wir einfach mal offen für das, was da kommt. Und dann zeigt sich das auf einmal. Mega spannend. Bei dir auch ganz klar zu erkennen. Bettina hat Samstag ihre erste eigenverantwortliche Hochzeit fotografiert. Yay, am Sonntag die Konfirmation aus dem Ort, nächste Woche ein Kindergarten. Du bist, finde ich total geil. Du hast richtig schön losgelegt, ne? Also da ist bei dir ist auch so die Krise, auch die Chance sehr schön in die Eigenverantwortlichkeit. Das finde ich total geil. Wirklich dein Ding zu machen. Ja, ganz allein dein Ding. Total schön. Peggy möchte meucheln. Moment. Mein Seelenplan hat Meucheln in meinem Leben bisher immer kurz vor Tore Schluss. Ach, Meucheln. Hat sich mir wahrscheinlich in meinem Leben immer kurz vor Tore Schluss offenbart. Immer sehr schnell und musste sofort umsetzen. Geht ganz selten langfristige Pläne bisher bei mir. Ja, das. Aber das ist eben das Schöne, Peggy. Danke für den Impuls. Wenn du häufiger mit deinem Bewusstsein im Sein bist, ja, das ist ja einfach nur eine Aufmerksamkeit, ja, dann wird es auch ein bisschen ruhiger. Es ist schon so, dass wenn das Leben also die schicksalhaften Dinge oder die Seelenplan-Dinge umsetzt, damit das umgesetzt werden kann, dann stolpert man so. Das ist das auch, was die Nicole gerade sagte. Und das ist oft auch ein guter Start, damit man in die Gänge kommt. Aber wenn man damit eine Zeit lang in Resonanz ist und wenn du dann versuchst, wirklich immer wieder hinzuhören und zu lernen, dieser Stimme zu vertrauen, ja, deinem Sein zu vertrauen, das ist verrückt, ne? Dass man lernen muss, dem zu vertrauen. Aber dann wirst du und also auch immer wieder alles loslassen, dich freuen für alles, was ist, ja, es darf auch alles bleiben, aber die Identifikation damit loslassen, dann wirst du feststellen, dann wird es ruhiger, dann wird es auch strukturierter, langfristiger. Also das sehr angenehm wird es dann. Ja, Bettina, das wird ja auch. Ja? Das ist auch das, was ich gerade jetzt für Peggy sagte. Bettina, bei dir ja genauso. Ne? Jetzt kommt so langsam das Vertrauen hinein. Du bist auch immer mehr bei dir selbst angekommen, also in deinem Sein angekommen. Die Formulierung ist übrigens total falsch. Ne? Man kann vom Sein nicht weg, ja, und man kann auch nicht hin. Aber die Aufmerksamkeit diesbezüglich, ja, die Wahrnehmung, den Fokus zu setzen, ja, das ist eben so das Entscheidende. Und dann hat man das Gefühl, man bewegt sich hin oder man bewegt sich weg. Auch so dieser Spruch, ich bin aus meiner Mitte raus. Ja? Es kann so auch nicht. Ja? Also man ist immer in seiner Mitte, man ist nur mit seiner Aufmerksamkeit vielleicht woanders. Und wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit somit immer in unserer Mitte sind, ja, ich sage auch schon mal gerne so in unserem Körper sind oder im Jetzt, ja, und letztendlich im Sein, dann werden die Dinge auch ganz wunderbar funktionieren. Dann ist es auch gar nicht mehr schlimm, wenn etwas nicht funktioniert. Weil man dann sofort auch spürt, was ist jetzt richtig, wie geht es weiter. Oder selbst wenn man es mal nicht weiß, dann bleibt man mal ganz entspannt in dem Status quo und dann auf einmal macht sich wieder eine Tür auf. Ja, das Leben geht ja weiter, es bleibt ja niemals stehen. Eva Frische ist gerade planlos und hilflos. Und Maike möchte Tierkommunikation machen. Sehr schön, kann mir bei dir auch sehr gut vorstellen, Maike. Eva, du bist doch auch in Lindas Home. Dann mach du das auch mal so ganz ruhig, ohne eine Antwort haben zu müssen auf deinen Seelenplan, ohne eine Frage spezifisch zu stellen. Mach mal diese beiden Meditationen. Du bist ja noch nicht so lange bei uns, dass du unter Downloads schaust du mal und dann nutzt du mal die Meditation Lichtkörperprozess und im Einklang mit deinem göttlichen Lebensplan. Ja, das sind die beiden CDs, die jetzt auch bei Akasha im Angebot sind als Set. Ja, Link habe ich schon gepostet. Und dann lässt du dich einfach mal darauf ein und schaust mal, was da kommt. Ja? Von außen betrachtet liegt es schon fast auf der Hand, liebe Eva. Aber du sollst es ja selbst für dich herausfinden. Und Waltraud weiß, was ihre Seele möchte. Ich glaube, ich weiß es auch. Ja? Sie tut es ja schon. Oh, was sind wir denn hier? Oh, ihr habt so viel geschrieben. Warte mal. Veronika, was gibt es da für eine Ausbildung? Ich werde zurzeit im italienischen Autokennzeichen konfrontiert. Südtirol.
seit Monaten. Ja, Sonja, vielleicht machen wir in Südtirol das Romidorf. Regina hat Visionen, wo sie auf der Bühne steht, um Menschen zu inspirieren. Yay! Sehr, sehr schön. Na, perfekt. Spannend, spannend. Weißt du denn schon, womit? Genau, hast du da schon so etwas in dir? Mäucheln, ja, da ist es wieder, Peggy. Wenn ich die Stelle im Altenheim bekomme, dann bin ich auch bei den Homies, schreibt Veronika. Ja, dann drücken wir jetzt noch mehr die Daumen. Da freue ich mich. Freue mich sehr auf dich. Kriegst du ganz bestimmt. Heilerin möchte Sandra machen. Manuela möchte ein Buch über ihr Leben mit ihrer Familie schreiben. Du wirst darin vorkommen. Oh, danke, Manuela. Schreib das. Schreib das. Das ist so wichtig. Oh, ich sehe es schon vor mir. Fang doch einfach an. Einfach anfangen. Man muss es ja nachher sowieso nochmal sortieren. Einfach so zentrieren, bei dir selber ankommen, ganz in deine Mitte gehen, gar nicht so sehr aus dem Kopf und dann einfach mal losschreiben. Voll schön. Oh, da freue ich mich drauf. Peggy möchte wieder mehr zeichnen. Heike Bender hat mich dazu animiert. Sehr schön. In ihr Garten. Sonja, du bist doch auch im Home, wenn ich das richtig weiß, oder? Nee, bei dir weiß ich es gar nicht. Doch, ne? Du bist auch dabei, oder? Wenn ja, dann einfach die beiden CDs hören. Und wenn nicht, dann nutzt du einfach das Sonderangebot, was jetzt im Moment gerade bei Akasha ist. Und vergiss den Gutscheincode Länder 15 nicht. Habe ich dir gerade nochmal gepostet. Aura-Chirurgie, Ariane Büttner. Yay, zu erlernen. Ich brenne dafür, möchte das gerne mit Quantenheilung ergänzen und vielen Menschen helfen. Die liebe Ariane Büttner, die könnt ihr kommenden Mittwoch, stimmt das überhaupt, was ich sage? Ja, kommenden Mittwoch als Gaststimme in meinem Lebe glücklich Podcast hören. Und da kann sie euch auch noch Näheres dazu erzählen. Ariane, da weißt du schon mal Bescheid, ja? Regina hat keine Lust mehr auf ihren Friseurinnenjob. Was möchtest du? Du wolltest das mit der Bühne machen. Ah, genau. Vielleicht wäre das Seminar im September was für dich, was ich gebe. Da geht es nämlich genauso darum, deine Berufung powervoll anzugehen, mit aller Kraft, mit allem Mut. Ja? Und da hast du auch Bühnenübung dabei. Veronika dankt euch allen fürs Daumendrücken. Ah, geil. Nicole schreibt, was Nicole hatte in ihrer dunkelsten Stunde eben die Kurve gekriegt und schreibt jetzt: Stimmt, Linda, ich habe kapiert, mein Elend ist die Ursache und nicht das Symptom. Das war mein neuer Durchbruch. Sehr, sehr geil. Andrea Feister ist auch planlos. Hast du es mitgekriegt, Andrea, mit den CDs? Ansonsten wirklich beim Angebot zugreifen. Ariane Büttner hat eine Verbündete, die Manuela würde sehr gerne auch diesen Weg gehen, aber sagt, ist alles zu weit weg. Ja, du musst auf dein Kind aufpassen, ne? Katrin Brandt ist eine Heilerin, das wurde ihr schon mehrfach gesagt, sogar auch von ihrer Mutter. Dann wäre das doch total schön, wenn du das selber auch so fühlst. Ja? Die Frage ist dann, was fühlst du? Ja? Hast du selber denn auch das Gefühl oder den Wunsch? Also ist da etwas in dir, so ein Brennen, eine Sehnsucht? Ja, Sonja möchte gerne Haus am Meer in Italien. Yay, wer will das nicht? Sehr schön. Isabel möchte Menschen führen und mit Quantenheilung arbeiten. Na, das wird ja immer besser. Da freue ich mich. Sehr, sehr cool, Isabel. Das sind ja sehr, sehr gute Nachrichten. Da freue ich mich riesig.
Da sehe ich dich auch ganz, ganz stark drin. Viele von euch wollen am Meer leben, ja. Ja, ich möchte auch unbedingt am Meer oder am See. Auch das würde bei mir auch gehen. See wäre auch schön. Also Hauptsache Wasser. Monika hat das Häkeln für sich wieder entdeckt und schon vielen mit ihren Werken beschenkt. Fanden alle voll schön. Vielleicht sollte ich mein Hobby zum Beruf machen. Auf jeden Fall. Hallo, liebe Wiebke. Schön, dass du dabei bist. Oh, warte. Oh, ich schreibe so viel, komme gar nicht hinterher. Klangschalen, Energiearbeit, Musizieren, dann ist Melina im Flow. Meditation sollte ich auch mal machen. Ja, unbedingt, Imelda. Das ist ja das Schöne. In Lindas Home stehen euch die Dinge alle so schön zur Verfügung. Und die sind sehr wirkungsintensiv. Ihr müsst es nur machen. Ist ganz wichtig. Ihr müsst es nur machen. Deswegen habe ich doch heute ganz bewusst nochmal rausgepickt und für alle die, die nicht in Lindas Home sind, dieses Angebot geschnürt, dass ihr dabei Akasha zugreifen könnt. Also, weil gerade die Zeit ist im Moment so wertvoll, so wichtig und da kommen wir so schön ran an unseren Seelenplan. Gerade jetzt, wo wir so geschüttelt und gebeutelt werden, wo wir das entweder körperlich, energetisch oder an unseren Lebensumständen merken, das ist die beste Zeit, um eben an den Punkten wirklich herauszufinden, wo unsere Seele wirklich hin möchte. Ja? Dorothee ist gerade Single. Ihr Partner hat Schluss gemacht. Oh. Hat sie überall gesperrt? Sie ist am Boden, arbeitet aber gleichzeitig daran, ihr Buchmanuskript an Verlage zu senden. Dorothee, erstmal finde ich das total klasse, dass du nicht aufgibst, dass du einfach weitermachst. Ja, ganz, ganz wichtig. Geh deinen Weg. Ja, und ja, und für deinen Herzschmerz wünsche ich dir von Herzen, dass er schnell heilt und dass du die Liebe zu dir entdeckst. Die ist noch viel wichtiger als zu dem Mann, ja. Und vor allem, wenn er dich überall sperrt, ist auch aus meiner Sicht immer ein Zeichen dafür, dass wir uns ganz auf uns selber konzentrieren sollen, ja. Gar nicht mehr nach außen schauen, sondern ganz klar nach innen schauen und zu uns selber finden. Wenn das Leben Türen zumacht, ja, sei es Jobverlust, Partnerschaftsverlust, gesperrt werden, also somit auch keine Kommunikationsmöglichkeiten, also wenn da wirklich dicht gemacht wird, es ist immer ein Zeichen, nach innen zu schauen, um im Sein anzukommen. Dorothee, für dich wären die beiden CDs mit Sicherheit auch absolute Kracher. Ja? Hallo Kerstin Jans. Karen ist schon Heilerin und Coach, möchte nur gerne mutiger im Außen drüber sprechen. Ja, Karen, machen, einfach machen. Und wenn du sagst, habe ich Probleme mit, habe ich Schwierigkeiten mit, dann komm auf mein Seminar im September. Findest du auf meiner Website linda-giese.de unter Ausbildung. Ja? Nani möchte, muss in Anführungszeichen, unbedingt weitermachen an ihrem Schmuck. Es ist so schön, Menschen damit glücklich zu machen. Auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, du hast nicht aufgehört, oder? Ich muss einfach weiter meinen Schmuck machen. Ah ja, okay, du meinst einfach, ich brauche nur dranbleiben. Du bist schon in deiner Berufung. Du bist schon in deinem Seelenplan. Ja, voll schön. Gerne, Ariane. Regina möchte, ich wünsche mir einen Menschen zu bewegen, mit dem zu begegnen, mit dem ich vielleicht zusammen was bewegen kann. Wir sind doch hier jede Menge. Ja, wir sind doch viele, viele, die wir was bewegen wollen. Katja möchte eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin machen.
Und das mit Malerei verbinden. Ah, das ist cool. Das habe ich auch ganz früher gemacht. Habe ich so Abende gegeben und da haben wir gemalt gemeinsam, so auf großen Leinwänden. Und da lässt sich so viel draus erkennen. Ach nee, du hast die Ausbildung schon gemacht und das möchtest du jetzt mit Malerei verbinden, jetzt habe ich es gesehen. Da kann man so viel aus der Psyche, aus der Seele erkennen, das ist mega, mega spannend. Also das waren auch immer ganz, ganz tolle Abende. Hannelore geht in Rente, um mehr Zeit für Reisen zu haben, total schön. Dankeschön, liebe Eva Frische. Schön, dass du dazu gekommen bist. Freue ich mich total. Master in Pflegewissenschaften macht die Ina. Spannend. Nanni möchte ihre Werkstatt umbauen, erweitern. Habe einen alten Kälberstall, den ich dafür umbauen will. Ein riesiges Projekt. Hoffentlich klappt es. Natürlich klappt es. Super. Mega. Krass. Guck mal, was ihr alles für schöne Pläne habt. Sonja. Ja, ich bin auch im Home und werde jetzt verstärkt diese Meditation anhören. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Meer, See. Regina, mir hat neulich ein 25-Jähriger gesagt, er sieht in meinen Augen ein Potenzial, aber auch, dass ich das noch nicht weiß. Das hat mich so berührt. Mir ist egal, Hauptsache Wasser. Genau. Ich träume davon, einem Gefallenen einen Neustart ermöglichen zu können, kämpfe allerdings selbst immer wieder mit finanziellen Problemen. Aber wer weiß, was noch kommt. Einem Gefallenen einen Neustart zu ermöglichen. Isabel macht im November eine Quantenheiler-Ausbildung bei Doreen. Sehr geil, sehr schön. Live Design Akademie. Damian Richter. Sehr schön. Spannend, spannend. Dann geht eine neue Tür auf. Genau. Boah, ich muss mal ein bisschen springen. Ja, Regina, du kommst bestimmt, wenn es sein soll. Selma wusste von klein auf, was ihr Seelenplan ist, mit Tieren zu arbeiten. Spannend. Ja, guck, das habe ich immer beneidet, wenn Menschen das so von Kindheit an schon wussten. Ja? Ich glaube, wenn man mich nicht so klein gemacht hätte mit meinen Sachen, hätte ich es auch von Kindheit an gewusst. Aber irgendwie war das nicht so akzeptiert. Und weil ich glaube, bei dir war es ja auch so, ne, dass du dich da auch durchsetzen musstest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ja, voll schön. Voll, voll schön. Ah, Petra, wenn er sich nicht für dich interessiert. Dann kommt was anderes. Cool, Katrin. Oh, das macht ihr total schön. Da wird die Doreen sich riesig freuen. Die macht das bestimmt ganz, 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 ganz großartig. Voll schön. Oh, ihr Lieben. Ja, ich glaube, ihr habt eure Wünsche, eure Themen hier alle hingeschrieben. Schaut mal selber, was ihr geschrieben habt. Sehr gerne, Bettina. Ich freue mich so. Ich freue mich zu sehen, das, was ihr für Wünsche habt, was ihr für Träume und Ziele habt und ist auch total wichtig zu wissen, dass da in euch schon, bei vielen schon ganz viel Klarheit ist, ja. Und dann können wir auch verstärkt den Fokus darauf legen, immer wieder auch vor allen Dingen auch im Home, immer wieder Impulse zu geben, immer wieder Inspiration zu geben, an den Dingen dran zu bleiben, ja, weil das ist ja unglaublich wichtig, dass wir nicht immer warten müssen, bis das Leben uns schiebt und drückt, ja. Sondern dass wir auch selber intensiv uns immer wieder connecten mit unseren Seelenbedürfnissen, mit unserem Seelenplan und ganz besonders dann, wenn wir Mut brauchen, den nächsten Schritt zu gehen, dass wir dann die Unterstützung kriegen. Das finde ich total schön.
Ja, genau, deine Mama wollte, dass du Goldschmiedin wirst, genau, Selma. Das meine ich doch, da war doch irgendwas, war mir da präsent. Also Anja, dann gib es einfach mal ab. Einfach mal abgeben, einfach mal ins Feld geben. Dann wirst du schon die passende Wohnung finden. Das dürfte nicht so schwer sein. Kunsttherapeutin ist Roswitha. Möchte endlich meine Arbeit anbieten. Psychologische Heilpraktiker. Arbeite momentan im Altenheim als Betreuerin. Über diesen Weg möchte ich gerne gehen, um weiterzukommen. Okay. Sehr schön. Katie, jetzt bist du da und jetzt sind wir am Ende. Aber schön, dass du da bist. Du Liebe. Oh, ja, genau. Morgen fahre ich in Kurzurlaub. Von morgen bis Samstag gegen Abend, schätze ich. Und Sonntagmorgen ganz früh fliege ich nach München. Und dann, bin ich da bei dem Jochen Schmelzer, heißt er, ne? Genau. Jochen Schmelzer. Und dann drehen wir die Sendung Der sechste Sinn. Elvira, ja, wird es geben, lasse ich dann gerne noch drin. Hatte schon überlegt, das rauszunehmen, aber es waren so ein paar Anfragen da, ich lasse es noch drin. Bettina, du bist schon wieder am Feld lesen, ne? Rosita, male doch mal mit den Senioren, Rosita. Bettina, das biete ich schon einmal die Woche an. Voll süß. Sternstube möchte mit Kindern arbeiten. Das Klare kommt langsam. Die Vision habe ich schon lange. Flüchtlingskinder, Waisenkinder, voll schön. Das passt zu dir. Voll. Dankeschön. Ah, Thomas Schmelzer, ich wusste, irgendwas war völlig quer. Aber ich habe es gerade nicht auf die Kette gekriegt. Ich merke gerade, meine Energie sackt ab. Wir machen jetzt Schluss. Genau, ich hatte heute einen sehr, sehr anstrengenden Tag. Und Singkreis. Hallo, ja, habe noch nie gechattet über den Singkreis und die Musik möchte ich Menschenherzen berühren. Christiane, schön, dass du jetzt chattest mit uns. Das freut mich voll. Guck mal, erster Schritt. Voll schön. Ja, Musik und Singen ist total wertvoll. Ja, okay. Ihr Süßen, verbindet euch mit euren Träumen, mit euren Wünschen, malt sie euch ganz groß aus, malt sie euch emotional ganz intensiv aus und ja, und dann haltet einfach die Augen offen. Folgt eurem göttlichen Seelenplan. Okay. Tschüss. Dankeschön.